Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Debo Fifa, der König der Trader. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meine Chips? Die könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo in diesem Video habe ich den größten Tipp der Welt versteckt. Yo Leute, was geht ab und willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Episode von Goldgrube. Es ist 16 Uhr und die neue Team of the Week ist draußen, Jungs. Und sie sieht einfach nur bombastisch aus. Gebt euch mal diese 97er Karte von Messi, Jungs, ja. Aber nicht nur Messi ist geil, Jungs, sondern es gibt auch die ein oder andere richtig, richtig geile Investition. Werden wir aber noch gleich dazu kommen. Kleine Info noch an euch, morgen gibt es einen Livestream. Ich öffne eure Packs, Jungs. Vielleicht schaffen wir es, dass wir wirklich zusammen Messi ziehen. Das heißt, wenn du Bock hast, morgen 17 Uhr ist mein Livestream, einfach dazukommen und wie gesagt, ich öffne eure Packs. So, wir haben genug gequatscht, wir fangen jetzt mit der 7. Episode von Goldgrube an. So Jungs, aktuell gibt es wirklich wenig SBCs, für die Informkarten benötigt werden. Also ich gehe davon aus, dass die Informs diese Woche noch billiger sein werden als letzte Woche. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es sind einfach aktuell wenig SBCs am Start. Das heißt, ihr könnt fleißig einkaufen. Wenn dann die SBCs rauskommen, wenn dann die Events rauskommen, Jungs, dann werden eure Informkarten auch steigen. So, Jungs, meine erste Empfehlung an euch ist Antonio aus der Premier League. Rechtsmittelfeld, 82er Bewertung. So, warum? Premier League Player of the Month steht vor der Tür. Und ich denke einfach, dass er mit seiner Nationalität, seiner Position und natürlich seiner Liga eine perfekte Investition sein könnte. Natürlich möchte ich euch auch einen Erfahrungswert zeigen bzw. einen ähnlichen Spieler und dessen Preisverhalten. Schauen wir uns gleich mal an. So Jungs, und das ist der gute Townsend und er hat genauso wie Antonio auch eine 82er Bewertung, ist ein Rechtsmittelfeldspieler und hat die englische Nationalität. Sein billigster Preis aktuell auf dem Markt beträgt 32.750. Man konnte ihn beim Release, als er noch in den Packs zu ziehen war, konnte man ihn für genau 22.000 bis 23.000 kaufen. Das ist ein Anstieg von 10.000, Jungs, ja. Deswegen, wenn ihr Antonio in dieser Woche, in denen er noch in den Packs noch zu ziehen ist, für ungefähr 20.000 bis 25.000 Münzen mitnehmen könnt, dann macht das auf alle Fälle. Ich habe aktuell sehr wenig Münzen. Ich glaube, ich werde meine CX verkaufen, um investieren zu können. Dann werde ich mir definitiv Antonius holen. Zwischen 20 und maximal 25.000 Münzen nicht teurer einkaufen, damit die Gewinnspanne auch vollkommen ausgeschöpft werden kann. Also am Beispiel Townsend kann man sehr, sehr gut sehen, was für Potenzial in Antonio steckt. Das war auch somit meine erste Empfehlung an euch. Ich werde auf jeden Fall Antonio 5, 6, 7, 10 Mal holen. So Jungs, kommen wir zur nächsten Karte. Das ist der gute 83er Innenverteidiger Izzo aus der Serie A. Meiner Meinung nach ein absoluter Geheimtipp. Wir schauen uns natürlich mal Vergleichswerte an, um unsere Entscheidung zu begründen. Jungs, wenn Izzo um 19 Uhr auf den Markt kommt, ist er der einzige 83er Informspieler mit italienischer Nationalität in der Serie A. Der einzige Spieler, der ihm etwas ähnelt, ist der 81er Tonelli. Und der kostet aktuell 31.000 Münzen. Ich kann euch mal sagen, was er zu Beginn gekostet hat. Als er noch in den Packs zu ziehen war, hat dieser Mann ungelogen 10.000 Münzen gekostet und war ein absoluter Abschlussinform. Dieser Mann hat 10.000 bis 11.000 Münzen gekostet. Das ist ein Preisanstieg von 20.000 Münzen. Ich kann euch nicht genau sagen, was sein Preis sein wird. Es ist noch nicht 19 Uhr, er ist noch nicht auf dem Markt. Aber wenn ihr ihn zwischen 20 bis 25.000 bekommt, 20 ist schon sehr, sehr optimistisch, versucht ihn so günstig wie möglich zu snipen. Er hat extrem viel Potenzial zu steigen. Wirklich sehr, sehr viel Potenzial, wenn man sich anguckt, dass ein 81er Italiener, ja, ein 81er Italiener von 10.000 Münzen auf 31.000 Münzen hochgehen kann. Was kann dann wohl ein 83er Italiener, Jungs? Kauft ihn so billig wie möglich und ein sicherer Gewinn wird drinne sein, Jungs. Die 84er Karte von Romagnolo oder Romagnoli oder keine Ahnung wie der heißt, kann man auf jeden Fall auch mit Izzo vergleichen. Der kostet mittlerweile schon 62.000. Was hat er denn zu Beginn gekostet? Der Mann hat zu Beginn 45.000 gekostet. Also das ist auch ein Anstieg von 20.000 Münzen. Es ist wirklich total schwierig für mich jetzt die 83er Karte von Izzo einzuschätzen, also was der Preis sein wird. Es kann zwischen 20 und 30.000 sein, es kann zwischen 20 und 35.000 sein, aber die Devise ist, Jungs, kauft ihn so billig wie möglich. Habt den Markt immer im Blick, versucht ihn so günstig wie möglich zu snipen, je billiger, desto besser. Je billiger, desto besser. Ich bin mir sicher, dass er irgendwann landen wird bei einem Preis von 40, 50.000. Bin ich mir sicher. So Jungs, kommen wir zum nächsten Tipp, das ist der 82er Mandi. Ich glaube, der Name wird so ausgesprochen, ich weiß es nicht. Es ist der 82er Mandi und ich möchte euch auch kurz erklären, warum. So Jungs, Mandi ist auf jeden Fall vergleichbar mit David Lopez, der ebenfalls ein 82er Karte ist
Und diesen Mann konnte man damals genauso für 13, 14, 15.000 holen, kostet aktuell 27.000. Natürlich ist seine Nationalität besser. Er hat eine spanische Nationalität, kann man mit sehr, sehr viel verlinken, was man mit Mandi nicht machen kann. Aber Mandi hat einen ganz, ganz wichtigen Vorteil. Und zwar hat er zwei Strong Links zu zwei weiteren Informkarten. Das ist einmal die Linksverteidigerkarte von Firpo. Die 83er Informkarte von Firpo ist ein Strong Link, also ist ein grüner Link. Und er hat auch einen Strong Link zu Informkarte Sydney. Sydney hat einmal eine 82er Informkarte und einmal eine 84er Karte. Das heißt, wenn man für eine SPC Mandi einbauen möchte, kann man zwei Informs abdecken mit einem grünen Link. Das heißt, diese Karte könnte wirklich sehr, sehr wichtig für SPCs werden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Mandi eine gute Investition sein könnte. Auch eine wirklich sehr, sehr interessante Karte für mich ist der 81er Palois. Spielt in Ligue 1, Innenverteidiger und somit richtig, richtig geile Voraussetzungen, um zu steigen. Wie wir alle wissen, steigen Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und Innenverteidiger dieses Jahr am meisten. Und deswegen sehe ich in dem Spiel auch wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Schauen wir uns mal Erfahrungswerte an. Also aktuell gibt es nur einen einzigen weiteren 81er Innenverteidiger in der Ligue 1 und das ist der Ben Chabani. Der gute Mann kostet aktuell 23.000 Münzen. Zu Beginn war er ein Abschlussinform mit 10.000 Münzen. Man konnte ihn am Anfang für 10.000 Münzen holen und nun kostet er 23.000 Münzen, Jungs. Ein Vorteil hat Palois natürlich noch, er ist Franzose und kann somit noch mit vielen, vielen weiteren Spielern aus verschiedenen Ligen kombiniert werden, was bei der algerischen Nationalität nicht so der Fall ist. Deswegen ist für mich Palois auch ein sicheres Investment, Jungs. Da könnt ihr ruhig blind rein investieren. So, die Frage ist halt, was wird Palois kosten? Ich setze ihn mal an zwischen 10.000 und 16.000 Münzen und auch hier gilt, so günstig wie möglich einkaufen, wenn es geht für 10.000 Münzen, wenn es geht sogar für 8.000 Münzen, geht natürlich nicht, aber wenn es ginge, dann für 8.000 Münzen. Innerhalb dieser Woche gibt es immer Preisschwankungen, sie steigen mal an, dann sinken sie wieder, dann steigen sie an, dann sinken sie wieder und so geht es immer weiter. Ihr müsst nur diesen Zeitpunkt finden, wo die Preise halt mal gerade unten sind. Schaut immer auf Footbin, schaut auf Foothead, recherchiert einfach und seid einfach aktiv, dann bekommt ihr die auch billig, dann bekommt ihr die auch wirklich, wirklich günstig. Jungs, kommen wir zur letzten Empfehlung in Goldgrube 7 und das ist der 85er Tarkowski, Jungs. Jungs, der einzige Spieler, den wir mit Tarkowski vergleichen können, ist Maguire, der 84er. Es gibt keinen anderen 85er Innenverteidiger mit der englischen Nationalität, deswegen müssen wir den 84er heranziehen. Premier League Player of the Month wird bald kommen, Jungs. Und solche Spieler werden benötigt werden. Vor allem, wenn ein Aguero mit 92er Bewertung kommt. Ein Maguire hat bei seinem Release um die 16.000 bis 17.000 gekostet. Man konnte diesen Spieler für 16.000 bis 17.000 holen. Und schaut euch seinen Preis jetzt an. 46.000 Münzen. Natürlich wird man Tarkowski nicht so billig holen können. Weil ja die Leute auch wissen, dass Player of the Month kommt. Aber wenn ihr ihn zwischen 30.000 und 40.000 bekommen könnt. Je günstiger, desto besser gilt auch hier. Wenn ihr inzwischen 30.000 und 40.000 bekommen könnt, wäre das richtig, richtig geil für einen 85er Engländer, der noch zusätzlich in der Verteidigung spielt. Schaut einfach, wie viel Geld ihr habt. Wenn ihr viel Geld habt, könnt ihr gerne in ihn investieren. Wenn ihr weniger Geld habt, sucht doch halt einfach irgendwelche Investitionen, die ein bisschen günstiger sind. Ich habe ja genug genannt, jetzt hier in der Goldgrube 7. Somit sind wir auch schon am Ende von Goldgrube 7, Jungs. Ich hoffe, die Tipps können euch weiterhelfen. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar Spieler verkaufen, um in die neue Team of the Week investieren zu können. Wie gesagt, seid immer geduldig. Aktuell sind wenig SPCs am Markt. Das heißt, die Informpreise werden relativ günstig sein. Und wenn dann die SPCs kommen, Jungs, dann werden wir richtigen Gewinn machen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Jungs, für weitere Trading-Tipps, hier unten ist mein Instagram verlinkt. Folgt mir auch auf Instagram, da poste ich immer was in die Story. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ade.